Ja, guten Tag. Mein Name ist Ulrike Famira-Mühlberger vom VIVO und wir haben uns jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Fuchs haben wir uns in den letzten 2-3 Wochen die Mikrozensusauswertungen von 2012 beziehungsweise im Verlauf zurück bis 2005 genauer angesehen, um Ihnen heute über die unbezahlte Arbeit in Österreich berichten zu können. Kurz mal zu den Erklärungsansätzen. Ich meine, da sind Sie mehr Experten, Expertinnen als ich. Arbeitgeberseitig ist es ganz klar, einerseits die Kostenreduktion des Faktors Arbeit, wenn Überstunden nicht bezahlt werden, ist de facto die Arbeitszeit, sind die Arbeitskosten geringer, was die Wettbewerbsposition der Unternehmen stärkt. Andererseits die Flexibilität, die damit gewährleistet wird. Bei konjunkturellen Schwankungen können natürlich Überstunden, also es gilt jetzt generell für Überstunden, können Überstunden helfen, über sozusagen diese Schwankungen auszugleichen oder dem nachzukommen. Andererseits auch Hilfe bei Rekrutierungsproblemen, wenn man für gewisse Tätigkeiten keine geeigneten Bewerber, Bewerberinnen hat, dann können Überstunden helfen, trotzdem sozusagen die Arbeit zu leisten. Ein wichtiger Punkt ist vermutlich auch, dass im Speziellen bei Betrieben im Aufbau Überstunden eine wesentliche Rolle spielen. Also immer sozusagen immer bis zu dieser marginalen Grenze, bis die nächste Person beschäftigt wird. Also die letzten drei Punkte natürlich Argumente für prinzipiell für Überstunden. Auf der Arbeitnehmerseite ist es eigentlich dann nicht mehr ganz so klar. Also man fragt sich, okay, warum werden unbezahlte Überstunden erbracht? Jetzt, wenn man jetzt annimmt, dass natürlich gibt es viele Fälle, wo es dann bei einem Job nicht die Wahlmöglichkeit gibt. Jetzt abgesehen von diesem Thema habe ich in unterschiedlichen Papers, also unterschiedlichen Aufsätzen, wissenschaftlichen Papieren, vor allem mit deutschen Daten. Wir haben leider eine Datenlage in Österreich, die uns viele Analysen in dem Bereich nicht erlaubt. Bei deutschen Daten zeigen sich ganz interessante Sachen. Und zwar einerseits haben unbezahlte Überstunden einen Investitionscharakter. Also man hat gezeigt, dass Personen, die vermehrt unbezahlte Überstunden leisten, in der Tat in Zukunft höhere Löhne haben. Andererseits hat man gezeigt, dass unbezahlte Überstunden auch geleistet werden, um sich den Arbeitsplatz zu sichern. Und zwar hat man in Regionen, wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, gesehen, dass mehr unbezahlte Überstunden geleistet werden. Dann andererseits natürlich die Anpassung an neue ergebnisorientierte Arbeitsformen, die All-In-Verträge. Und dann hat man auch die Daten zeigen auch, also mit deutschen Daten hat man auch gezeigt, dass vor allem Personen mit, die einen individuellen Produktivitätsrückstand haben, besonders viel unbezahlte Überstunden leisten. Und das ist natürlich wahrscheinlich ein Argument, vor allem bei Firmen, wo es einen starken firmeninternen Konkurrenzdruck gibt. Die Auswirkungen von unbezahlten Überstunden sind vielfach. Einige davon, die ich denke, die man besonders hervorheben muss, sind einerseits, dass man weiß, dass lange Arbeitszeiten gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Die Gender-Dimension möchte ich hier auch betonen, also vor allem, wir wissen, dass unbezahlte Überstunden vor allem im Managementbereich vorkommen. Das heißt, dass es dadurch für Frauen schwierig ist, in gewisse Positionen vorzudringen, weil sie zwar in der Regel, also die Vollzeit, also Frauen, die Vollzeit arbeiten, 40, 42, vielleicht 45 Stunden leisten können, aber mit 60 Stunden oder mehr tun sich viele Frauen dann schwer mit Familienverpflichtungen vor allem. Unbezahlte Überstunden haben natürlich einen drastischen Effekt auf die effektiven Stundenlöhne.
Das heißt, die Stundenlöhne, die aus oder die angeführt werden oder die, die veröffentlicht werden, sind eigentlich verzerrt, weil wir die unbezahlten Überstunden dazu rechnen müssen. Das Gleiche dann prinzipiell bei den gesamten Arbeitskosten und bei der Arbeitsproduktivität. Effekte natürlich auf den internen Konkurrenzdruck, das kennen Sie wahrscheinlich aus Ihren Betrieben zur Genüge, dass Kollegen, die unbezahlte Überstunden leisten, natürlich einen gewissen Druck auf andere Kollegen ausüben und in der langen Frist natürlich der Verlust von sozialrechtlichen Ansprüchen. Das sind keine Lohnbestandteile, die dann beim Arbeitslosengeld ins Tragen kommen oder eben auch bei Pensionszahlungen. Kurz zum Verlauf oder zum Datenverlauf oder zu den Hauptergebnissen. Die oberste Linie ist die tatsächlich geleistete Arbeitszeit. Und die Linie darunter, die strichlierte Linie in Rot, das ist jene ohne unbezahlten Überstunden. Das heißt, genau die Differenz, also der Bereich zwischen den beiden oberen Linien, zeigt, wie viel unbezahlte Überstunden geleistet werden. Und was wir hier sehen, ist, dass das seit 2005, dass sich die unbezahlten Überstunden reduziert haben, ganz eindeutig reduziert haben, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und was man hier ganz schön sieht, ist dieser Krisenknick. Und was interessant ist, dass seit der Krise die unbezahlten Überstunden bzw. prinzipiell die Überstunden nicht mehr zugenommen haben. Ja, es werden von über 700.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden Überstunden geleistet. Das sind 23,7% der unselbstständig Beschäftigten, also fast ein Viertel der Beschäftigten leisten Überstunden. Davon sind die meisten allerdings bezahlt. Also 18,2% der unselbstständig Beschäftigten leisten bezahlte Überstunden und in Summe 5,6% leisten unbezahlte Überstunden. Wenn wir uns das jetzt in Millionen Stunden anschauen, also in der Dimension des Arbeitsvolumens, bedeutet das, dass insgesamt 296 Millionen Überstunden erbracht werden. Davon sind 77% bezahlt und 23% nicht bezahlt. Was ich denke, was sehr wichtig ist, was man hier sieht, ist, dass über 68 Millionen der erbrachten Arbeitsstunden nicht bezahlt werden. Und das ist eine gewaltige Summe. Und ich denke, da gibt es sehr wohl sozusagen Raum für gewerkschaftliche Aktion. Also im Verhältnis 1,2% des Arbeitsvolumens klingt nicht allzu viel. Sieht man sich die Gesamtzahl an, ist das doch eine sehr beträchtliche Summe. Wir haben ein paar Detailauswertungen gemacht. Auf der linken Seite sehen Sie Männer, Frauen. Auf der rechten Seite die Unterteilung zwischen Vollzeit und Teilzeit. Wir sehen, dass jeweils mit zwei Daten von 2005 und 2012, damit Sie den Verlauf sehen, was sehen wir? Also einerseits diese mehr oder minder Halbierung der unbezahlten Überstunden seit 2005 und dass Männer sind stärker betroffen als Frauen und Vollzeitarbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind stärker betroffen als Teilzeitarbeitnehmerinnen. Wobei es wahrscheinlich bei der Teilzeit andere Möglichkeiten gibt, sozusagen die Mehrarbeit anders zu verbuchen sozusagen. Sieht man sich die Aufteilung nach beruflicher Stellung an, sieht man, dass die
dass Arbeiter und Arbeiterinnen am geringsten betroffen sind, Angestellte überproportional betroffen sind, aber am stärksten sind Beamte bzw. Vertragsbedienstete betroffen. Und das ist vor allem getrieben durch eine Branche, und da, auf das komme ich dann danach noch zu sprechen. Hier sehen Sie auch die Verlaufsdaten. Was ganz interessant ist hier, dass man sieht, dass die unbezahlten Überstunden bei den Arbeitern, Arbeiterinnen sehr stark zurückgegangen ist durch die Krise und nicht mehr zugenommen hat. Etwas schwächer bei den Angestellten und sich kaum verändert hat bei den Beamten bzw. Vertragsbediensteten. Das ist ein ganz interessantes Bild nach Branchen. Also wir sehen, dass dass hier eine Branche, Erziehung und Unterricht, besonders hervorsticht. Und ich habe mir das im Detail angesehen, und das ist getrieben von einerseits schon die Sekundarstufenlehrer, aber vor allem von Universitäten. Und da sind wir dann dem ein bisschen nachgegangen, und das ist vermutlich vor allem deswegen, weil da gibt es seit 2009 einen Kollektivvertrag, und seit der Einführung des Kollektivvertrags hat man die Assistenten und Assistentinnen nicht mehr zu 40 Stunden angestellt, sondern meistens zu 30 Stunden. Die machen aber alle eine Dissertation, die sich natürlich in 30 Stunden nicht schreiben lässt. Was bedeutet, dass die alle unbezahlte Überstunden machen, was natürlich jetzt problematisch ist zu interpretieren, weil da die Abgrenzung zwischen was ist Arbeitszeit und was ist sozusagen dann die private Forschungszeit, dass das einfach nicht ganz so klar ist. Aus dem letzten Bild ergibt sich im Prinzip dann auch das Bild. Wir sehen hier, vor allem akademische Berufe und Führungskräfte sind von unbezahlten Überstunden betroffen. Hier möchte ich aber hinweisen auf die Problematik der Erhebung. Also das sind Mikrozensusdaten, das bedeutet, dass Personen befragt werden in regelmäßigen Abständen. Allerdings 25% werden, also geben die Antwort nicht selbst, sondern jemand vom Familienverband. Das heißt, bei Führungskräften ist es, das sind Personen, die natürlich zum Großteil All-In-Verträge haben, wo dann die Abgrenzung natürlich nicht ganz so leicht ist. Eigentlich sollten die angeben Überstunden, die über ihre Pauschale hinausgeht. Ob das dann in der Tat wirklich so ist, ist einfach schwer zu beurteilen. Also da ist sicher ein Problem der Daten. Das ist einfach, das sind Selbstauskunftsdaten und damit sind eben Probleme verbunden. Gut, das war's. Das war ein kurzer Überblick. Ich denke, dass sehr wohl Raum für Aktion ihrerseits besteht. Wenn man sich die Absolutzahlen ansieht, sind das gewaltige Zahlen. Wenn sich diese 68 Millionen Arbeitsstunden umrechnen, mal Arbeitskosten, dann sind das enorme Summen, für die es sich zu kämpfen lohnt, denke ich.